Hallo Freunde, heute sind wir wieder einmal unterwegs in Rheinland-Pfalz, die Caro und der No. Jawohl, wir besuchen heute die Wachtenburg. Sie liegt oberhalb von Wachenheim und das wiederum liegt in der Nähe von Bad Dürkheim an der südlichen Weinstraße. Wir gehen jetzt mal da hoch und schauen uns die Burg mal genauer an. Die Wachtenburg ist wahrscheinlich im 12. Jahrhundert erbaut worden. Das kann man an dem Baustil erkennen, an den Türmen zum Teil, die hier oben. Hier sieht man wunderbar den Baustil des 12. Jahrhunderts, noch an den behauenen Steinen des Turms. 1471 wurde diese Burg zerstört und teilweise danach wieder aufgebaut. 1689 wurde der Bergfried von französischen Truppen gesprengt und die Burg zerfiel zu einer Ruine. Sie wurde danach nicht mehr aufgebaut. So, und jetzt gehen wir mal außen rum und schauen uns das Ganze mal genauer an. Das ist der ehemalige Bergfried, also der Wohnturm des Borgherrn. Im Vordergrund sehen wir den äußeren Ringwall dieser Burg. Und davor lag dieser Graben, Halsgraben, ein Halsgraben, der wesentlich tiefer war, wie er jetzt ist. Wahrscheinlich ist er teilweise mit Steinen von der Burg aufgefüllt, die hier herunterfielen bei der Sprengung im 17. Jahrhundert. Also hier kann man wunderbar sehen, wie dick dieser Burgturm eigentlich war. Es war ein monumentales Werk, ein gewaltiges Bollwerk, eine Festung, eine Fluchtburg. Hier konnte man gut ausharren und auch Belagerungen durchstehen. Und hier sieht man wieder eine Schießscharte. Ja, das ist eine Schießscharte, wo wahrscheinlich ein Armbrustschütze oder ein Bogenschütze dahinter stand und auf dem Feind schoss, später auch mit Waffen, also mit Gewehren und Kanonen, kleinen Kanonen aus diesen Löchern rausschossen, um die Feinde in Schach zu halten. Hier sieht man das Eingangstor der Burg. Hier ging wahrscheinlich eine Brücke drüber, die fehlt. Also ich glaube nicht, dass es hier ebenerdig reingegangen ist, weil dieser Halsgraben wahrscheinlich wesentlich tiefer war. Wir stehen ungefähr, schätze ich, 5 Meter höher, 5 bis 6 Meter höher, als dieser Graben in Wirklichkeit war. Er war sehr tief. Der Weg kam von hier zur Burg. Er kam von halb rechts, das Tor war nach halb links abgebogen, damit man nicht in den Burginnenraum schießen konnte. Und hier war eine Zugbrücke, die wiederum hochgezogen wurde, um eben den Durchgang zu erschweren. Jetzt kann man das mal. Hier sieht man noch die Löcher, wo das vordere Tor dran befestigt war. Ein Teil fehlt, der vordere Teil, wo die Zugbrücke angeschlagen war, das kann man nicht mehr sehen, das ist, fehlt komplett auch auf der anderen Seite. Aber hier sieht man noch die Löcher, wo das Tor angeschlagen war. Und hier sind auch wieder die Balkenlöcher zu erkennen an den Seiten des Sperrbalkens, der hier durchgezogen wurde, um eben das Tor zu versperren, um es undurchdringlich zu machen.
Hier war das zweite Tor. Ein zweites Tor. Ein zweites massives Eichentor, das mit metallenen Beschlägen versehen war, um es doppelt sicher zu machen. Das war hier befestigt. Zwei Tore befanden sich in diesem kurzen Abstand, um diese Festung abzuriegeln. Hier sind auch wieder die Balkenlöcher zu erkennen an den Seiten, wo diese Tore mit versperrt wurden. Hier sieht man, wie groß diese Außenmauer war, wie weit die runterreichte, fast bis in den Ort hinunter. Mächtig, mächtig. Ein gewaltiges Bauwerk. Hier kann man auch sehr schön erkennen, wie hoch das Gelände heute ist. Vor 500 Jahren war das, schätze ich, mindestens einen Meter tiefer gelegen, das Ganze. Das ist ein Eingang gewesen, ein Seiteneingang, wahrscheinlich ein Fußgängerportal, wo die Leute hier durch das zweite Tor durchschreiten konnten. Hier befinden wir uns jetzt in der Unterburg, also im unteren Teil der Burg. Hier waren die Bediensteten untergebracht, hier war die Küche untergebracht meistens, die Stallungen etc. Und hier ging es in die Oberburg. Also hier war ein großes Gebäude, das kann man noch erkennen, da sind die Fenster noch zu sehen. Und da ging es durch in die Oberburg, also zum Burgfried, zum Turm, zum Wohnturm. Auch dieser Teil gehört zur Unterburg. Also auch hier waren Gebäude von dieser Burg, die eben von den Bediensteten hauptsächlich genutzt wurden. Das gesamte Gelände ist aufgefüllt, ne? Auch hier. Hier liegt meterweise Schutt. Also ich vermute, dass das Gelände bestimmt noch 2 Meter oder mehr runtergeht. Das ist komplett verschüttet. Genau wie diese Türme hier auch alle komplett verschüttet sind. Also die müsste man eigentlich ausgraben, um sie freizulegen, um eben diese Originalität wieder herzustellen. In Wirklichkeit liegt das Gelände wesentlich tiefer. Der komplette Turm fehlt. Also es ist alles in die Luft gesprengt worden. Es ist wahrscheinlich alles nach außen gefallen, alles in diese äußeren Ringwälle rein und wurden somit verfüllt mit den Steinen des Turms, also der Burg. Wahrscheinlich ist im Berg noch einiges an Räumlichkeiten versteckt. Es war ja üblich, in der Zeit viele Geheimgänge zu bauen und auch Verliese tief im Keller zu erstellen. Ich weiß auch nicht, ich habe bisher noch keine Zisterne gesehen oder eine Brunnenanlage. Also die muss hier auch sein auf der Burg. Aber gesehen habe ich noch nichts. Vielleicht ist er auch verschüttet. Man sieht auch hier, dass hier ein Teil der Mauer fehlt. Ne? Wahrscheinlich lief das noch ein Stück weiter hier rüber und fand hier erst seinen Abschluss. Aber wie gesagt, das müsste man alles ausgraben. Man müsste das ganze Gelände wieder neu erforschen. Dazu müsste man erstmal das Lokal da oben schließen. Und diese Bausubstanz abreißen, genau. Das sind die Reste des mächtigen Burgfrieds mit seiner Schildmauer davor, die ihn vor feindlichen Angriffen schützen sollte. Es war ein gewaltiges Bauwerk. Die letzte Bastion. Hier verteidigte sich der Burgherr zuletzt. Wenn die Unterburg gefallen war, zog man sich hier zurück, um von hier aus den Feind zu bekämpfen. Hier sieht man noch einen Durchgang, wo eine Tür in einen anderen Bereich führte, der nicht mehr vorhanden ist. Hier sieht man noch einen Teil vom Boden und noch einen Teil von dem Deckengewölbe. Ja. Vielleicht war hier ein Balkon oder was Ähnliches, oder ging es hier in einen anderen Raum, der hier an der Seite war. Also unglaublich, die Sprengung hat alles zerstört. Den halben Turm oder mehr als die Hälfte des Turms nach außen geworfen. Unglaublich, mit welcher einer Gewalt das Ding in die Luft gejagt wurde. Hier sieht man auch noch die
Brandspuren, wie die Burg brannte, also diese schwarzen Streifen an den Mauern, sind die Brandspuren der Zerstörung, als die Burg lichterloh brannte. Immer noch am Mauerwerk zu erkennen. Dieser Turm stammt aus dem 12. Jahrhundert. Es ist die Urburg, die eigentliche Burg. Also ein Wohnturm, ein Bergfried, eine Festung, ein gewaltiges Bollwerk. Da sieht man, wie dick diese Mauern waren. Also unglaublich. Zum Schutz der Menschen erbaut. Ja, hier sieht man die Verblendung des Turms, also diese riesigen Sandsteinquader aus dem 12. Jahrhundert, die zum größten Teil abgesprengt sind oder abgeschlagen wurden. Auch später wurden diese Burgen als Steinbrüche genutzt. So. So, ja, ich werde jetzt da hochgehen auf den Turm. Die Caro bleibt hier, die hat ein bisschen Angst, da hochzugehen, sagt sie. Die hat ein bisschen Höhenangst, das kann ich verstehen. Nicht jeder Mensch nimmt solche Strapazen auf sich, aber ich werde jetzt da hochgehen und werde für uns, also für die Caro und für mich, das dokumentieren. So, gell, Caro? Und für die Zuschauer. Und für die Zuschauer, genau. Diese Burg wird auch der Balkon der Südpfalz genannt, wegen der schönen Aussicht, die man hier hat. Also wunderbar von hier oben, der Turm ist extrem hoch. So, Freunde, wir sind am Ende unserer Burgbesichtigung. Es war ein schönes Erlebnis, diese Burg zu sehen. Jedoch bin ich nicht so erfreut, wie sie genutzt wird und wie sie ausgegraben wird. Ich denke, dass man da viel mehr und viel besser hätte an diese Sache rangehen können. Ich finde es schade, dass es so ist, aber ich denke, dass in der Zukunft auch solche Plätze irgendwann komplett ausgegraben werden und erforscht werden. Ja, ich finde, der Noah hat völlig recht. Also was hier sehr im Mittelpunkt steht, ist das Essen, was man hier auch wirklich weitreichend riechen kann. Und leider weniger das, worauf es ankommt. Aber nichtsdestotrotz hat es uns ganz toll gefallen. Ja. Und wir hoffen, dass auch ihr heute wieder mit uns Spaß hattet. Mit Caro und No. Tschüss. Tschüss.
Thank you.